Guten Morgen, Mia. Hey Julian! Du, sag mal, die letzten Tage war Sarah, glaube ich, immer krank, oder? Also, Ja! die ist irgendwie gar nicht da, die letzten Tage. Ich habe gestern mal bei ihr angerufen und ihre Mama meinte, dass sie eine Mandelentzündung hat und wahrscheinlich müssen die Mandeln auch rausoperiert werden. Okay. Das ist aber wohl nicht so schlimm. Hallo, Kinder. Bist du Julian Vogel? Hä, was, was, was? Die Polizei? Ich hab nichts getan. Wirklich, ich hab nichts getan. Also ich hab nichts hier aus der Kita geklaut und ich war noch nicht im Bällebad. Ich hab noch keinen Unsinn gemacht. Bitte nicht meine Eltern anrufen und bitte nicht verhaften. Bitte nicht. Ach, wen haben wir denn hier? Den berühmt-berüchtigten Julian Vogel. Schön, dich mal kennenzulernen. Oh Mann, warum kennt mich denn die Polizei? Ich hab doch schon meine Hände rum. Also ich hab nichts getan. Ich hab auch. Nein, ich hab gar nichts getan und. Brigitte! Brigitte, hilf mir! Julian, was ist denn mit dir los? Du Brigitte, die musst. wollen mich verhaften! Die Polizei ist Quatsch! hier wegen Du mir! musst doch nicht mit erhobenen Händen hier stehen. Muss ich nicht? Okay. Nein, Was Julian, ist denn hier ganz und los gar nicht. da? Heute ist doch Polizeitag. Ist das heute? Ja, es Ich dachte, gab das doch. wäre erst nächste Nein, es gab Woche! doch einen Brief an die Eltern. Oh Mann, aber es kann sein, dass ich vergessen habe, den an meine Eltern zu geben. Ach, Egal! Julian. Julian, du dachtest wirklich, du wirst verhaftet? Wobei, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ihr könnt ihn ruhig mitnehmen. Hier macht er nur Ärger. Nein, nein, lieber nicht. Nein, dafür sind wir ja nicht da. Wir sind heute da, damit wir euch ein paar Sachen zeigen können hier von der Ja, wir stellen uns Polizei. vor. Oh, Mia, das musste jetzt nicht sein. Also, was machst du denn dann, wenn ich weg bin und wenn Sarah nicht da ist? Dann spielst du ihr die ganze Zeit alleine im Bällebad. Möchtest du das? Reg dich Möchtest du ab. das? Oh Mann, Mia, ich muss sagen, also, ich mag dich ja, ne? Also wirklich, ich mag Ja? dich. Aber ich liebe das Bällebad. Ich liebe es über alles. Ich Ich möchte find's damit auch die ganze richtig Zeit. klasse. Ich möchte die ganze Zeit im Bällebad bleiben. Hey, ihr beiden, was So macht ihr denn hier schön, noch in so dem schön. Bällebad? Wieso denn nicht? Alle anderen sind schon draußen. Die Polizei ist doch draußen, hat einiges für euch aufgebaut. Los, raus! Alle anderen sind wirklich schon weg. Also, ihr zwei müsst jetzt auch noch rauskommen. Ihr verpasst alles. Okay, ab geht's. Ja, hier im Bällebad vergisst man irgendwie die Zeit. Wow, wie sieht Wow! das denn aus? Eben sah das noch gar nicht hier so Nee, das habe aus. ich gar nicht mitbekommen. Wo kommt das alles her? Voll cool. Boah, guck mal, hier ist ein Motorrad zum Beispiel. Ja, und ein Hund. Oh ja, ein Süß. Hund. Ah, und ich sehe einen Polizeibus. Komm, da gehen wir mal hin. Los, Mia, beeil dich, Ja, ich los, wir haben keine komme. Zeit. Los, lauf, ich laufe. Wo kommst du denn auf einmal her? Lass mich Ruhe, lass mich Ruhe. Da, Hilfe, Hilfe, der will mich beißen, glaube ich. Ich glaube, der will mich beißen. Julian, jetzt mach dir doch Hilfe, nicht in die Hosen. Hilfe. Der Hund wollte gar nichts von dir. Vielleicht wollte er nur spielen Bist du oder ein sicher? bisschen schnuppern. Jetzt mach doch nicht so ein Aber ich will nicht mit Drama. dem Hund spielen. Nichts gegen dich, Hündchen. Nichts Persönliches. Ich mag allgemein, glaube ich, nicht so. Also wenn du jetzt ein Welpe wärst, okay, aber du bist ein bisschen zu groß für mich. Tut mir Hast du Angst leid. vor Hunden, Julian? Nein, ich doch nicht. Nur ein bisschen. Julian, du brauchst doch keine Angst haben. Das ist ein Polizeihund. Der hört nur auf die Kommandos der Polizei. Und Kindern tut er schon mal gar nichts. Naja, gut, kann ja sein, okay. Wow. Mia, guck dir das mal an. Was ist das denn? Das sieht gefährlich Das habe ich aus. noch nie gesehen. Oh, das sieht mega gefährlich aus. Oh. Kinder, auf gar keinen Fall drauftreten, okay? Julian, Was dreh ist? dich mal ganz unauffällig um. Was? Schau mal, der Typ da. Also der Polizist, der sieht total aus wie du. Auch mit den roten Haaren und Yo. so. Hey. Hallo, Herr Polizist. Wow, der sieht mir echt ähnlich. Wenn der jetzt auch wieder Julian heißt oder Das wäre Julius. echt abgefahren. Hallo, wie heißt du? Ach, du heißt Julian. Ich heiße Jo. Heißt du auch Julian? Nein, nein, ich heiße Justus. Okay. Mia, der heißt Justus. Also Auch Julian, mit J. Justus, Julius. Das ist ja ziemlich cool. Komisch. Julian, guck mal, die haben auch hier einen Polizeibus. Ob wir da mal reingehen dürfen? Komm, Julian, ich frag mal nach. Das Ja, geht ich komme auch. bestimmt. Warte. Hallo, liebe Kinder. Ich bin Kommissar Schmidt. Na, wollt ihr euch mal hier den Polizeibus ein bisschen Ja, genauer total gerne. anschauen? Das wollte ich auch fragen, ob Ja, wir rein dürfen. natürlich, kommt rein. Mia, warte, ich gehe als Aber erstes. das war doch meine Idee. Ja, warte doch, ich muss erstmal die Lage checken. Vielleicht sind da Verbrecher oder sowas drin. Möchtest du das, Mia? Möchtest du Ach, das? Quatsch. Okay, ist leer. Und das war's? Hä, sieht ja aus wie so ein normaler, kleiner Bus, okay. Tut mir leid, aber das ist ein bisschen langweilig. Ich gehe jetzt woanders hin. Oh Mann, ist das ein Megafon? Ja, das ist ein Megafon. Oh Mia, guck doch mal, ein Megafon. Oh, Damit wird deine super. Stimme richtig laut. Ich habe das noch nie ausprobiert. Soll ich das mal ausprobieren? Mach mal. Okay. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich alle hören? Ja, wir hören dich, Julian. Julian ist hübsch und Mia ist hässlich. Was? Wie kannst du das sagen? Ja, Mia ist hässlich. Du bist so fies.
Mir ist hässlich. Gib mir das Megafon. Julian, was machst du schon wieder hier für einen Unsinn? Gar nichts. Ich meine gar nichts. Nein. Oh Mann, Brigitte, Julian hat durch das Megafon ganz laut gesagt, dass ich hässlich bin. Ich finde das so unfair. Julian, könntest du bitte damit aufhören, hier über den ganzen Platz zu rufen, dass Mia hässlich ist? Okay, dann ist Brigitte hässlich. Wie bitte? Brigitte ist hässlich. Das gibt's doch wohl nicht. Oh Mann, das kriegt Julian sowas von zurück. Ich habe hier Handschellen entdeckt, damit kann ich ihn fesseln. Und Julian ist hübsch, Julian ist super hübsch. Julian Vogel, Sie sind jetzt offiziell verhaftet. Keine Handschellen, will ich nicht. Mia, doch, lass mich. Doch, du bist jetzt fällig. Nein, ich will keine Handschellen, du übertreibst doch, voll. Am liebsten... Du übertreibst das. Kriegst du auch noch Handschellen für deinen Mund? Nein, du übertreibst. So, aber hier darf ich nicht drauf treten. So, ich spring drüber. Hey, bleib stehen. Das schaffst du sowieso nicht. Du schaffst das hier nicht drüber. Das schaffst du niemals. Oh, Mann. Ich muss hier weg. Hilfe, ein verrücktes Mädchen ist hinter mir her. Hilfe, wo ist denn? Die Polizei ist doch hier. Könnt ihr mir nicht helfen? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für meine Kita-Kinder hier. Manche sind ziemlich aufgedreht. Tut mir wirklich leid. Ach, überhaupt kein Problem. Haha, hier findest du mich nie, hier findest du mich nie. Hab dich, Julian, ich hab mich von hinten angeschlichen. Was? Hey, mach das ab, mach das wieder ab. Nein. Oh, Mia, mach die wieder ab. Das macht gar keinen Spaß, dieses Spiel. Mach das wieder ab, los. Nein, das bleibt jetzt die ganze Zeit dran. Nein, du übertreibst voll. Aber du hast gesagt, dass ich hässlich bin. Und das ist jetzt hier deine Strafe. Nimm das zurück. Nö, mach ich nicht. Julian, musst du jetzt diese Handschellen hier tragen. Ah, Mia, du hast Julian verhaftet. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir können ihn jetzt ins Gefängnis stecken, oder? Was meinst du? Was? Ins Gefängnis? Ja, nein! Gefängnis. Ruf meine Mama an, ruf meinen Papa an, ruf meinen Anwalt oder Arzt an oder wer sich darum auch kümmert. Ruft alle an, alle! Ich hab ein Kittchen mit dir, Julian. Frau Priester, Hilfe! Muss jetzt der Julian wirklich ins Gefängnis? Nein, Mia, aber spiel doch einfach den Spaß mit. Ich denke, Julian könnte mal so einen Streich wirklich vertragen. Der macht hier so viel Quatsch immer. Ich kann doch nicht ins Gefängnis. Ich bin heute auf dem Spielplatz verabredet mit Julius. Können wir das nicht vielleicht danach machen oder so? Also jetzt habe ich gerade gar keine Zeit. Julian, ich fand das wirklich nett, dass du mich gefragt hast, ob wir zusammen zum Spielplatz gehen. Finde ich total nett von dir, wirklich. Ja, kein Problem, mache ich doch gerne. Oh, sie weiß ja nicht, dass Julius keine Zeit hatte und ich mich deswegen mit ihr... Ja, mache ich gerne. Du weißt doch, ich gehe mit dir ganz gerne auf den Spielplatz und so. Hä? Was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Hunde? Mia, warum sind hier so viele Hunde auf dem Spielplatz? Oh, guck mal, hier sind so viele tolle Hunde. Das sind sogar Schäferhunde, wie die von der Polizei. Toll, ne? Warum sind hier so viele Hunde? Oh nein, oh, guck mal, hinter uns sind auch welche, eine ganze Hundefamilie. Oh, das sind Dalmatiner. Ich krieg hier zu viel. Und Mia, ich will nach Hause. 101, Dalmatiner. Guck mal, Julian, hier vorne, wie süß. Oh. Mia, ich will jetzt nach Hause. Mia, ich geh jetzt nach Hause. Ich hab Angst ein bisschen vor Hunden. Nur ein bisschen. Also nicht wirklich. Also das nennt man vielleicht auch gar nicht Angst. Vielleicht heißt das auch gar nicht so. Aber ich möchte jetzt nicht mit Hunden spielen. Komm, Mia, lass uns gehen, bitte. Also nein, wir wollten doch zusammen was machen. Oh, ich finde das so schön hier. Ich habe noch nie so viele Hunde gesehen auf einem Haufen. Julian, bleib doch hier. Nein. Ich werde das richtig toll finden. Nein, ich möchte nach Hause. Was? Dann könnten wir die Hunde alle streicheln. Ich möchte aber keine Hunde streicheln. Warum nicht? Ach, guck mal, wie süß. Ist das eine kleine Dogge? Oh, der ist ja richtig winzig noch. Süß? Das nennst du süß? Das ist ja ein kleines Monster. Ein richtig kleines Schlabbermonster ist das. Nein. Doch. Ach, Quatsch. Na, mein Kleiner, wie heißt du denn? Ich würde dich, ich weiß nicht, Dingo oder so taufen. Nein, meine Kleine. Der heißt nicht Dingo. Der heißt Franz. Und das ist seine Mama. Was ist das denn? Das ist doch kein Hund. Mia, guck mal, Mia, das ist doch kein Hund. Na klar, das ist ein Bär oder so. Ach, Quatsch. Guck, wie groß der ist. Vielleicht ein Pferd. Oh, ein Hund, der fast so groß ist wie ich. Mia, komm da weg, der wird dich gleich noch auffressen. Mia, weg da. Süß. Du bist die Mama, finde ich richtig toll. Mia, hilf mir, Mia. Mia, was ist denn los? Mia, komm hier hin. Der Hund will mich, glaube ich, beißen. Hallo, ich glaube, ich werde gleich gebissen. Was willst du von mir? Ich hab nichts zu essen oder so. Ich bin auch nichts zu essen. Mia! Oh, das tut mir aber jetzt... Das tut mir total leid, Kleiner. Magst du keine Hunde? Franz, komm hierher. Franz! Ja, Franz, geh. Ach, Julia, du musst doch keine Angst haben vor so einem kleinen Hund. Das ist noch ein Welpe. Der tut dir nichts. Der hat nicht mal richtige Zähne. Oder, naja, vielleicht doch, aber... Hast du wirklich so große Angst? Ja, nein, ich habe keine Angst. Nein. Aber guck doch mal, wie groß die sind. Und die Zähne und die sind voll am Sabbern und so. Oh, nein, ich hab da... Nein.
Ach, Julian, stell dich nicht so an, du bist doch selber am Sabbern. Immer ja, das finde ich auch nicht so schlimm eigentlich. Das hat mir Hanna gesagt, dass du immer dein Kopfkissen voll sabberst. Was? Hm? Komm, Julian, wir gehen mal zu diesen Schäferhunden. Och, nein! Die haben da sogar einen Ball. Ja, super, alles klar, die machen den sowieso kaputt. Oh, ihr seid ja richtig drollig. Wie süß, Zwillinge vielleicht sogar. Mia, du bist doch verrückt. Guck mal, die Mama vom oder der Papa vom Schäferhund, der wird dich gleich angreifen, ja. Ach, der wird dich gleich angreifen, ja, doch. Hier, Julian, ich schieße jetzt mal den Ball zu dir und dann werden bestimmt die Welpen den Ball jagen. Was? Jagen? Bist du verrückt? Ich will den Ball nicht. Mia, weg damit, ich will den Ball nicht. Mia, was soll das? Ich will den Ball nicht, hab ich gesagt. Nein! Was wollt ihr von mir? Los, der Ball ist gar nicht bei mir. Ich kann nicht schießen, ich kann mich nicht bewegen, ich hab Angst. Ja, ich hab's jetzt gesagt, ich hab halt Angst. Tut mir leid, aber ich möchte das nicht. Weg mit euch, ich hab nichts, spielen. Ich hab keine Würstchen oder so in der Tasche. Oh, tut mir leid, Kleiner, tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Wenn du Angst vor Hunden hast, verstehe ich zwar nicht, aber ich nehme sie sofort weg, tut mir leid. Weißt du, die wollen eigentlich immer nur spielen. Ja, das sagen sie alle und dann beißen sie mich, nein, bestimmt. Nein, natürlich nicht. Ganz bestimmt nicht. Julian, du bist ein richtiger Spielverderber. Die Hunde würden dir bestimmt nichts tun. Ja, das sagst du jetzt so. Musst du dich einfach mal drauf einlassen. Einfach mal deine Angst loswerden. Ist mir egal. Also ich gehe jetzt hier aufs Karussell. Da dürfen ja Hunde sowieso nicht drauf. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Warum hat Julian nur so große Angst vor Hunden? Da ist doch vielleicht auch mal früher irgendwas passiert. Vielleicht wurde er gebissen oder so. So, hier ist es schön ruhig. Hier kann ich in Ruhe spielen. Und ohne Hunde und so. Was war das nur? Julian, nicht so schnell auf dem Karussell. Schau mal, was da hinten ist. Was denn? Ah, was willst du denn hier? Achtung, der fällt sonst runter. Au, ich bin runtergefallen. Oh, meine Nase. Da schon wieder auf die Nase. Und das wegen diesem Hund, Mann. Achtung, Julian. Was nicht denn? Nicht bewegen, der Hund, der schnüffelt an dir. Was? Keine Angst. Hey, was soll das? Was willst du? Hey, das kitzelt! Hey, hör auf damit, das kitzelt! Hey, ich kitzel dich gleich zurück! Hey, hör auf damit! Guck mal, Julian, der mag dich! Ja, das kitzelt voll! Ich schlägt dir übers Gesicht, das ist so was wie ein Kuss! Oh, das ist ganz schleimig, aber auch voll kitzelig! Hey! Oh nein, jetzt sind die anderen auch da! Hey, nein, nicht ablecken! Guck, bitte nicht! Oh Mann, das ist voll komisch! Hey, ihr seid ja gar nicht, ihr seid ja voll cool. Oh Mann, wollt ihr spielen? Wollen wir ein bisschen spielen? Mia, wollen wir mit dem ein bisschen spielen? Na klar. Ihr könnt auch zu mir nach Hause, ihr könnt auch bei mir einziehen, wenn ihr wollt. Oh, ihr seid ja super toll, super süß. Ja, ich glaube, ich frag mal, Mia, ich frag mal gleich die Besitzer, ob ich vielleicht die Hunde mal zu mir mitnehmen kann. Du bist aber ziemlich schnell deine Angst losgeworden. Ah, die sind aber super süß. Ihr habt ja auch Katzen zu Hause. Manche Hunde mögen gar keine Katzen. Ja, und? Und wo sollen die ganzen Hunde hin? Dann können wir doch Emma und Hanna rausschmeißen. Ist doch kein Problem. Die können ausziehen oder zu Oma und Opa gehen. Und die Hunde kriegen dann ein eigenes Zimmer und die Katzen auch. Und dann gibt's keinen Ärger. Ja, so machen wir das. Ach, schön, dass alle da sind zum Geburtsvorbereitungskurs. Dann gehen wir mal rein. Ich bin ja so froh, dass meine Freundin Brigitte uns hier die Turnhalle von der Kita Sonnenschein zur Verfügung gestellt hat. Hallo Brigitte, da sind wir. Hallo Iris. Na, oh, du hast aber viele Schwangere mitgebracht. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viele seid. Schön. Oh, schaut mal. Wer ist denn das da alles? Oh Mann, ich glaube, ich gehe hier nie wieder raus. Ja, ich bleib den ganzen Tag hier im Bällebad. Ja, so wird das heute den ganzen Tag laufen. Ich gehe gar nicht mehr raus. Julian, schau mal. Das sind ganz, ganz viele fremde Frauen. Die haben dicke Bäuche. Was wollen die hier? Julian, guck doch mal. So, dann kommt doch einfach mal hinter mir her. Ich zeige euch, wo die Turnhalle ist. Ich hoffe, die ist groß genug für euch. Und ihr könnt euch gerne Matten nehmen. Dann könnt ihr es euch ruhig bequem machen. Ach, die Turnhalle ist doch perfekt. Wir nehmen uns auf jeden Fall die Matten. Vielen Dank. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und ganz viel Freude. Und wenn irgendwas ist, ich bin gar nicht weit weg, hier nebenan. So, meine Damen, dann setzen Sie sich mal. Oh, habt ihr gerade diesen niedlichen kleinen Racker gesehen? Vielleicht, wie alt waren die? 5 oder so? 4? Ach, die waren wirklich total niedlich. Und die roten Haare. Süß. Ach Mensch, wenn erstmal unsere Kinder so groß sind. Ach, wie die Zeit verfliegt. Ich finde diese Kita wirklich schön. Kita Sonnenschein. Das klingt auch richtig freundlich. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Kind später hier auch hingeht. Ja, ich auch. Ich werde das mal mit meinem Mann Raoul besprechen. Raoul würde diese Kita auf jeden Fall lieben. Und, ist es bei euch allen das erste Kind? Bei mir ja. Ist es denn für euch auch das erste Kind? Und wollt ihr vielleicht sogar mehrere haben? Wie viele denn? Also ich hätte auf jeden Fall gerne 3 Kinder. Aber 3? Das ist mein erstes. Okay. Meine Damen, hören Sie endlich auf zu quatschen und setzen Sie sich. Der Kurs geht los. Ja,
Na gut, wir setzen uns. Dann kann es hier losgehen. Mia, guck mal. Ich verstehe gar nicht, warum hier so viele Frauen sind mit dicken Bäuchen. Was machen die da? Weiß ich nicht. Wollen die jetzt hier bleiben für immer? Das ist doch eigentlich hier für Kinder. Ja. Also mir kommt das irgendwie echt komisch vor. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich verstehe das auch nicht. Brigitte hat uns auch gar nichts gesagt. Ja, meine lieben Damen, also sie erwartet jetzt hier in den nächsten Wochen eine Vorbereitung auf die Geburt. Wir werden verschiedene Übungen einstudieren, mit denen sie sich einfach beruhigen können, wie sie so mit der Geburt umgehen können, wie sie mit den Wehen umgehen können. Also eine richtige Vorbereitung, damit sie einfach sicher sind. Oh Mann, das ist ja total viel, was man hier lernt. Ich hoffe, ich kann alles gut behalten. Oh, ich wünschte, Raoul wäre hier, aber er hat leider keine Zeit. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht machen wir als erstes eine Vorstellungsrunde. Gut, also ich bin Luisa. Hallo, ich bin die Rita und für mich wird das zweite Kind. Also einen kleinen Racker habe ich schon. Hallo zusammen, ich bin die Sibylle und ich habe schon einen Sohn, der heißt Justin. Und jetzt erwarte ich ein kleines Mädchen. Ich bin die Carola, hallo. Die machen Sitzkreis. Das kenne ich auch hier von der Kita, aber hat jemand irgendwas Böses gemacht oder so? Meistens passiert denn was. Aber irgendwie sind die doch viel zu alt für sowas. Ja, schön, jetzt haben wir uns alle vorgestellt. Also ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin die Iris, ich bin hier die Kursleitung und dann wollen wir auch mit der ersten Übung beginnen. Ach ja, und beim nächsten Mal können sie natürlich alle ihre Partner, ihre Männer mitbringen und dann machen wir noch ein paar Partnerübungen. Schön, ich denke, Raoul wird das super gut gefallen hier. So, dann legen Sie sich jetzt mal alle hin, am besten auf den Rücken und dann machen wir als erstes ein paar Atemübungen. Mia, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum schlafen die jetzt? Das sind doch unsere Matten, wo wir sonst Mittagsschlaf machen. Ja, und die atmen ganz laut. Stimmt irgendwas nicht mit denen? Hey Mia, Sarah, was macht ihr? Sollen wir vielleicht in die Turnhalle ein bisschen Fußball spielen oder so? Kommt schon. Los. Julian, das geht nicht. Wieso denn nicht? Du kannst nicht rein, da sind andere Leute drin. Hä, wer denn? Hast du das nicht mitbekommen? Da sind ganz dicke Frauen und die liegen da und schlafen. Die machen was, die schlafen? Na, wieso? Das ist doch auf eine Kita. Matten. Aber das ist doch eine Kita, da dürfen wir doch nur schlafen. Was ist das denn? Ja, aber Brigitte hat das erlaubt. Brigitte, genau. Brigitte, das geht nicht. Wir haben auch Sitzkreis gemacht. Hä, was ist das denn? Das ist doch unsere Kita, das verstehe ich nicht. Also das ist doch gar kein Krankenhaus oder so. Also ich verstehe, oder keine Ahnung, oder der Kochclub von Mama, das geht doch gar nicht. So, ich schaue mir das mal an. Oh, was macht ihr denn da? Hey, weg da, das ist unsere Turnhalle. Wir wollen spielen und nicht schlafen. Weg da, oh Mann. Julian, Mia und Sarah, kommt da weg. Da habt ihr nichts zu suchen. Die Turnhalle ist für heute gesperrt. Da ist der Geburtsvorbereitungskurs. Oh Mann, ist das blöd. Los, hä, Geburtsvorbereitung? Deswegen sind die vielleicht so dick. Ja, schwangere Frauen sind das. Und die eine, die sah aus wie Romy von Playboy's Next Topmodel. Die ist auch schwanger. Das hat meine Mama mir erzählt. Das hat sie in der Zeitung gelesen. Romy? Playmobil's Next Topmodel? Was ist das denn für ein Blödsinn? Interessiert mich nicht. Ich will in die Turnhalle, Mann. Oh, nö. Wirklich schade, dass der Kurs heute schon vorbei ist. Aber ich freue mich schon auf das nächste Mal. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Das hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ja, dann sehen wir uns ja wieder nächste Woche hier in der Turnhalle. Genau, selbe Zeit, selber Ort. Oh, eine Person hat sich wohl ganz besonders entspannt. Hier ist jemand eingeschlafen. Das kann ich verstehen. Also das war wirklich entspannt. Ich hätte auch ein kleines Schläfchen halten können. Ich auch. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Könnte ich alle rausgehen und die ist hier noch am Schlafen? Hey, das ist kein Hotel. Hey, Duda, das ist hier kein Hotel. Und wenn ja, dann musst du zahlen, aber so nicht. Oh Mann. Oh, das ist hier mega blöd. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit die hier nicht mehr wiederkommen. Ja, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Irgendein Julian Vogelstreich, ja. Simba, wo willst du denn hin? Lass uns doch Puppen spielen. Das haben wir doch abgesprochen so. Simba, jetzt bleib doch stehen. Komm zurück, bitte. Julian, hey, Emma. Die Katze! Ja, Simba, weg da, Simba! Au, Simba, sag mal, musste das sein? Simba, oh, meine Nase! Oh, Emma, kümmere dich doch um mich anstatt um die Katze. Hallo, mir geht's voll schlecht. Ich glaube, meine Nase blutet, glaube ich, oder? Ach, Julian, ich wollte gerade mit Simba Puppen spielen. Jetzt hast du die Katze verschreckt. Was? Simba kommt wieder zurück. Oh, na toll. Jetzt hat sie gar keine Lust mehr, mit uns zu spielen. Toll, danke, Julian. Oh, ich glaube, es geht. Na, Emma, ich wollte auch eigentlich was mit dir besprechen. Was denn? Also, wenn du mit mir spielen willst, dann kannst du diese gelbe Puppe nehmen und jetzt hier... Nein, nein, nein!
Emma, ich will jetzt nicht spielen, auch nicht mit deiner Puppe oder dem Puppenwagen. Ich wollte was mit dir besprechen. Wir müssen was ganz, ganz Dringendes mit dir bereden. Und zwar, ich will eine Party planen. Eine Party? Oh, eine Party, da habe ich Lust zu. Ich mag Party. Emma, ich möchte was für Hanna planen. Für Hanna? Ja, genau. Was meintest du? Willst du die Party planen dann für Hanna? Hä, was? Ich habe meinen Namen gehört. Emma, sei ruhig. Was wollt ihr planen? Für mich ein Streich etwa? Hä? Nein, wir spielen. Ja, genau, Hanna, wir spielen, also lass uns bitte in Ruhe, wir wollen mit Emma jetzt Puppen spielen, ja, ich liebe es, mit Puppen zu spielen, oder Emma? Ich liebe es doch, ne? Super. Also, ja. Das stimmt, Hanna, wir wollen gar keine Paar. Bist du wohl ruhig? Emma, sei ruhig, sag nichts von der Party. Ach so, ja. Wir wollen mit Puppen spielen, ja, mit Puppen. Wir nehmen die gelbe. Oh Mann, ihr seid doof, Julian, und du Puppen spielen. Ja, ihr natürlich. Ihr planet irgendwas, das ist doch wieder ein Streich von Nein, euch. Nein, niemals. Ich liebe es, mit Puppen zu spielen. Julian, tu sie jetzt endlich in den Wagen. Ich will mitspielen. Und Hanna, du könntest vielleicht doch mitspielen. Du könntest vielleicht die Mutter sein und ich bin dann das Kind. Ja, okay, also ich bin dann die Mutter. Nein, tut mir leid. Hanna, du kannst nicht mitspielen. Einfach, jetzt sei ruhig, wir müssen das planen. Du kannst nicht mitspielen, Hanna. Ach ja, stimmt. Och, warum denn? Hab ich vergessen, du kannst nicht mitspielen, Hanna. Das geht doch nicht. Ja, tut mir leid. Wir können das nur zu zweit spielen. Ich finde das jetzt echt voll blöd von euch. Ihr wisst, wie gerne ich Puppen spiele. Ihr seid so gemein zu mir. Ach, Hanna, sei nicht traurig. Ja, Hanna, sei nicht traurig. Du kannst beim nächsten Mal mitspielen. Ja, aber heute nicht. Heute geht das nicht. Tut mir leid, heute nicht. Tja, dann spielt halt alleine. Ich glaub denen kein Wort von wegen Julian und Puppen spielen. Die führen irgendwas im Schilde. Boah, Emma, das war ziemlich knapp. Oh Mann, komm, lass uns mal nach unten, ne, um zu gucken, ob wir irgendwie einen Kuchen oder so haben. Dann können wir das schon mal alles vorbereiten. Ja, das können wir ja schon mal vorbereiten. Sie hat ja ein paar Tagen Geburtstag. Dann können wir schon mal gucken, ob wir einen Kuchen oder so haben. Los, komm mit. Los, Emma, beeil dich, los. Ja, aber ganz ja, nicht so laut. Gut, ich stehe jetzt hier, schmiere. Ich gucke, ob er kommt. Und okay. Du kannst den Kühlschrank durchstöbern. Okay. Hä? Die Puppe ist noch da, die wollten noch Puppen spielen. Und Julians Skateboard, das lässt er doch sonst nie aus den Augen. Wo sind die? Die planen doch irgendwas. Irgendwas finden die im Schilde. Irgendwas haben die vor. Was ist es? Oh, ist das noch der Kuchen von letzte Woche? Der ist Kirschkuchen, der ist lecker. Ja, aber der ist ein bisschen alt. Okay. Du, Emma, ich weiß nicht. Also, Hanna hat ja erst ein paar Tagen Geburtstag. Und ich glaube, der Kuchen wird bis dahin nicht reichen. Der sieht jetzt schon nicht so gut aus. Ach, komm, lass uns den noch essen. Der ist bestimmt noch gut. Den ich können wir auch nicht. Noch einfrieren vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, Hanna würde das nicht so gefallen. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Erwischt! Was würde mir nicht gefallen? Ich glaube, dir würde... Emma, sag doch was. Emma, sag doch wenn was. Wenn ich mir nicht meine Nase putze. Ja, genau. Und wenn ich immer pople, das gefällt dir, glaube ich, nicht. So Quatsch, das glaube ich euch doch, nicht. Doch. Ihr habt doch, gar nicht über doch, Nasen doch, natürlich. Und ich glaube, dir gefällt es auch nicht, dass wir immer so wenig Toilettenpapier haben. Ja, genau deswegen, oder Emma? Ja. Darüber haben wir oder uns unterhalten. Wenn ich dann Spielsachen ausleihe. Ja, nein, wir lügen nicht. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist das, wenn ihr lügt. Ja, wir lügen doch gar nicht. Die Wahrheit. Nein. Ja, Emma, komm. Von dir hätte ich das nicht erwartet. Erzähl mir doch jetzt einfach, um was es geht. Okay. Also, ich war oben und dann habe ich mit Simba gespielt und dann hatte Simba keine Lust und Julian hat die Katze fast mit dem Skateboard überfahren. Okay. Hä? Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Nix, aber ich wollte dir noch was erzählen und das war eben gerade. Emma, was hast du erzählt? Ich habe nur erzählt, wie du fast in die Katze reingefahren bist. Ach so, ja, genau. Oh, das hättest du sehen müssen, Hanna. Ja, weil das hätte dir nicht gefallen. Ja, genau, darüber haben wir auch eben auch noch geredet. Das hätte dir gar nicht gefallen. Oh, Julian und Emma, also ich glaube euch nicht. Ihr seid komisch. Ich glaube, die wollen nicht mehr mit mir spielen. Mann, die sind blöd. Du, Emma, aber wir brauchen auch irgendein Thema für die Party, weil unsere Party war ja eine Eisparty, weißt du noch, wo sie für uns eine Party gemacht hatte? Und was machen wir denn jetzt? Lass mal überlegen. Ich hab's, komm Julian, ich hab eine Idee, komm mit. Ja, ich komme, Emma, ich hoffe keine Puppenparty oder so. Wie wär's denn mit einer Poolparty? Oh, dann können wir das schwimmen alle und alle bringen ihre Badesachen mit. Keine schlechte Idee, Emma. Ich glaube, Hanna hätte auch Lust auf sowas. Ja, die mag schwimmen auch. Was mag ich? Ihr redet schon wieder über mich. Auf was habe ich Lust? Ah, von wo kommst du denn auf einmal? Nein, wir wollten hier eigentlich nur gleich schwimmen vielleicht. Mehr auch nicht, oder Emma? Ich habe aber gar nicht Mama gefragt. Ja, aber ich wollte ihr Schwimmen beibringen einfach nur. Mehr auch nicht. Ja. Also ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist, Hanna. Ich wollte doch nur helfen. Das sage
mich jetzt, Mama. Ihr wolltet heimlich ins Schwimmbad gehen, ohne zu fragen. Und ihr ärgert mich die ganze Zeit. Ich verpetz euch. Ach nein. Emma, lass sie nur, lass sie nur. Aber jetzt kriegen wir Ärger. Ja, ist egal. Wir erzählen das dann gleich Mama. Die wird da nicht schimpfen. Aber okay. Wir müssen jetzt weiter über die Party reden. Mhm. Was hältst du eigentlich von Hamburgern und so? Ja, kann Papa machen vielleicht. Mama, wo bist du? Oh, was ist das denn hier schon wieder? Julian hat sein Skateboard hier liegen lassen. Soll ich da drüber stolpern? Ja. Mama, ich muss dir was erzählen. Na, was ist denn? Julian und Emma sind so gemein. Die reden die ganze Zeit über mich und wollen mir aber nicht sagen, über was sie reden. Die planen bestimmt einen Streich oder so. Das glaube ich nicht. Hanna, du musst doch nicht alles wissen. Ich glaube nicht, dass sie einen Streich planen. Sie haben aber meinen Namen gesagt. Ach, Hanna, das bildest du dir bestimmt ein, aber ich kann gern noch mal mit den beiden reden. Ja, Mama, sprech mal mit denen. Das mache ich auf jeden Fall, Hanna. Das ist so gemein. Und jetzt mach dir keinen Kopf. Das wird schon. Also ich glaube immer noch, die wollen mir einen Streich spielen. Glaub mir ruhig. Ob die wirklich einen Streich spielen wollen? Was planen die beiden denn? Aber wenn wir Burger machen, dann brauchen wir auf jeden Fall auch Pommes und Ketchup und Mayo. Und Mama sage ich, die soll dann Donuts kaufen für den Nachtisch und tollen Schokokuchen und oder Eis so. Auch. Ganz lecker. Na ihr beiden, was macht ihr denn da? Kann ich mal kurz mit euch sprechen? Ja, Mama, wollten auch mit dir kurz sprechen. Und zwar Mama, wir planen was für Hanna. Ja, genau. Wir planen was für Hanna. Für Hanna? Ja, dann genau. Ihr ja doch recht. Was führt ihr im Schilde? Gar nichts. Nein. Nein, kein Streich, Mama. Nein. Und Hanna hat doch Geburtstag bald, in 2 Tagen oder so, übermorgen. Und da wollen wir eine Party für sie machen, eine Hamburger Party mit Schwimmen. Soll eine Überraschungsparty werden, Mama. Ja, mit all ihren Freunden. Was, kein Streich? Eine Überraschungsparty? Ja, genau. Oh, das finde ich ja super von euch. Eine ganz, ganz tolle Idee. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Was brauchen wir alles? Wir müssen eine Liste machen. Los, los. Oh Mann, alle sind gegen mich. Sogar Mama. Und das kurz vor meinem Geburtstag. Oh Mann, ich freue mich morgen echt auf die Kita. Wobei, die Frauen kommen ja schon wieder mit ihren dicken Bäuchen und so. Aber ich habe mir da was überlegt. Ich werde ein paar Streiche spielen, ja. Und dann werden die nie wiederkommen in unsere Kita, in unsere schöne Kita. Und dafür brauche ich als erstes ein bisschen Zahnpasta, ja, genau. Und einen Stift brauche ich auf jeden Fall auch noch. Ich nehme einfach den hier, Hanna wird schon nichts sagen. Julian, erwischt! Was denn? Das ist mein Buntstift. Oh, leih mir doch aus, nur für einen Tag. Versprochen, dann bekommst du ihn auch zurück. Ich will morgen einfach nur was in der Kita malen, bitte. Na gut, Julian. Ach ja, Hanna, wenn du schon mal hier bist. Ich bräuchte auch ein bisschen Papier. Also in der Kita gibt's nicht so viel Papier. Und dein Papier ist immer echt toll. Kannst du mir bitte was davon geben, bitte? Ach, ich finde gut, dass du auch langsam Spaß am Malen hast. Ich werde dir auf jeden Fall von meinem Papier geben. Moment, ich hole das hier aus dem Regal raus. So, hier, bitteschön. Dankeschön. So, jetzt habe ich alle Sachen, aber... Oh Mann, wie soll ich denn diese Sachen morgen mit zur Kita nehmen? Oh Mann, das passt... Oh, ich brauche eine Tasche, ich brauche eine ganz, ganz große Tasche. Also Julian will morgen in der Kita malen? Naja, mal schauen. Oh Mann, oh, super Idee, Julian, super Idee. Wo kriege ich denn jetzt eine große Tasche her? Wie soll ich das denn jetzt in die Kita tragen? Das passt gar nicht in meine kleine Tasche. Ich brauche eine ganz, ganz große Tasche dafür. Ich frag mal Mama jetzt. Mama, kann ich dich was fragen? Mama! Was denn? Du, Mama, ich wollte morgen was in die Kita mitnehmen, aber meine Tasche ist dafür zu klein. Hast du vielleicht eine andere Tasche für mich oder so? Na klar, aber was möchtest du denn mitnehmen? Ich möchte was morgen in der Kita malen. Ja, für dich, Mama. Ich möchte was für dich malen. So eine tolle Blume. Und Hanna hat mir dafür Papier gegeben, aber das passt nicht in meine kleine Tasche. Ich brauche eine große. Na klar, kannst du dir eine Tasche von mir nehmen. Ich habe so viele in unterschiedlichen Größen. Die sind oben im Schlafzimmer. Nimm dir einfach eine. Oh Mann, das ist ja eine Frauentasche. Oh Mann, das wird ein bisschen peinlich. Aber egal, das ist wichtig. Ich brauche die Sachen morgen. Das wird schon gehen. Julian, was machst du da? Warum nimmst du dir Mamas Tasche? Was? Julian, warum klaust du denn Mamas Handtasche? Ich klaue keine Handtasche. Was ich brauche das. Vielleicht will ich jetzt diese Handtasche hier tragen. Vielleicht ist das jetzt... Das hat Mama bestimmt verboten. Nein, das trägt man jetzt so. Also wirklich merkwürdig, der Julian. Also wenn ihr keine Ahnung vom Mode habt, dafür kann ich leider nichts. Hast dieses Papier, was ich macht ihr denn jetzt damit? Jetzt eine Handtasche, alles mit in die Kita? Ich verstehe das einfach nicht, was er jetzt damit macht. Will er sich vielleicht verkleiden? So, okay, perfekt. Tasche ist gepackt, sieht gut aus. Und jetzt jetzt bin ich bereit. Ja, und jetzt noch gut schlafen und dann morgen die Streiche. Und dann kommen die nie wieder, diese Frauen. Gute Nacht, mein Kleiner. Gute Nacht, Mama. Und denk dran, ich mach dir ein ganz, ganz tolles Bild, ne? Ach, da freue ich mich schon richtig drauf. Schlaf schön.
Oh Mann, warum habe ich das gesagt? Ich will doch gar kein Bild machen. Naja, egal. Hauptsache, wir kriegen die Turnhalle wieder zurück. Oh, perfekt. Julian ist ja noch nicht da. Das heißt, ich kann ja ins Bällebad. Hallöchen. Ich meine, guten Morgen. Guten Morgen, Julian. Du bist aber guten heute Morgen, gut Brigitte. Drauf. Ja, natürlich. Hast du eine neue Tasche? Ja, ich möchte jetzt was Neues ausprobieren. Aha. Mhm, neuer Look ist das. Oh nein, das wäre ja auch viel zu schön gewesen. Oh, jetzt ist Julian da und der schubst mich bestimmt gleich wieder aus dem Bällebad, wie immer. Guck mal, Mia, Julian ist da. Was hat er denn da für eine komische Tasche um? Julian, coole Tasche. Findet ihr die schön? Ist sie neu? Die ist ganz schön groß. Ja, stimmt. Ja, aber ist ja auch jetzt egal. So eine Tasche habe ich schon mal im Einkaufszentrum gesehen. Ich glaube, meine Mama hat auch so eine. Ist sie nicht für Frauen auch? Egal, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich muss jetzt nach oben. Lass mich in Ruhe, bitte. Ist mir jetzt egal. Puh, endlich Ruhe. So, jetzt kann es eigentlich losgehen. Jetzt brauche ich als erstes die Zahnpasta. Hatte ich gestern nicht noch Zahnpasta gekauft? Komisch. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Die dicken Frauen kommen bestimmt gleich schon wieder. Und dann werden die Turnhalle wieder blockieren. Ich muss mich beeilen. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. Brigitte darf das nicht merken und auch die anderen Kita-Kinder nicht. Ich muss ganz, ganz vorsichtig sein. Oh, ja, die Luft ist rein. Okay, Brigitte ist da, Sarah ist da, Mia ist auch da. Okay, die anderen auch. So, jetzt kann ich mich zur Toilette schleichen. So, okay, ich muss auf die Toilette und dann die Zahnpasta auf die Klobrille. Und wenn die sich dann darauf setzen, dann bleiben die da kleben. Und dann können die da nie wieder runter und die wollen auch dann nie wieder in die Kita. Ja, genau so. So, am besten da ein bisschen mehr. Oh, ein bisschen mehr kann das ruhig sein. Das ist ja eine volle Zahnpastatube. Kann sein, dass die Papa vielleicht neu gekauft hat. Na egal. Ja, das sollte reichen. Was könnte ich denn noch machen? Oh, ich hätte mir das vorher überlegen sollen. Ah, ja, genau. Ich kann ja an die Türklinke da, kann ich ja ein bisschen Zahnpasta machen. Und wenn die das dann anfassen, dann denken die, haben irgendwas Ekliges angefasst. Ja, genau so. So ein bisschen da. Oh, man darf das aber nicht sehen. Ich muss was dahinter machen. Julian, was machst du da? Sarah, was machst du denn hier? Ist das gar nichts. Ja, ich wollte mir gerade die Zähne putzen. Ja, ich wollte mir hier die Zähne putzen. Das sage ich Brigitte, wenn du was machst. Sarah, ja gut, okay. Komm hier, ich muss dir was erzählen. Hier, in die Ecke, jetzt komm doch. Du, Sarah, ich möchte diesen schwangeren Frauen, den dicken was? Frauen, den möchte ich einen Streich spielen. Ja, damit die nie wiederkommen hier in die Kita. Oder möchtest du das? Ja, du hast ja recht, die soll nicht mehr in unsere Turnhalle. Also, hilfst du mir dann? Ja gut, ich sag's nicht, Brigitte. Ich stehe, ich schmiere. Dann kannst du in Ruhe über Zahnpasta dran machen. Okidoki, die Tür ist somit fertig. Meinst du, das sieht man? Egal. Oh Mann, heute ist echt der beste Tag hier in der Kita. Ich durfte noch nie so lange hier im Bällebad drinnen bleiben, ohne dass Julia mich nervt. Oh Mann, ist das cool. So, Sarah, ich hab noch einen dritten Streich. Und zwar, dafür müssen wir nach oben. Wir müssen einmal nach oben. Komm mit. Hey, ihr beiden, wo geht ihr denn hin? Hä? Kann ich da mitmachen? Mia? Nee, wir kommen gleich wieder runter. Kannst du hier unten auf uns warten? Okay. Ja, genau. Mia geht gerade nicht. Also jetzt gerade nicht. Wir kommen aber gleich wieder, versprochen. Na gut. Oh, ich finde das irgendwie gemein. Warum darf ich denn nicht mitspielen? Habe ich irgendwas gemacht? Also, Sarah, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Du kannst ja schon ein bisschen schreiben, ne? Und, ja. Und zwar, du malst jetzt einen Bär da drauf und dann Frau Bär und schreibst so Frau Bär hin und dann die Nummer vom Zoo. Und dann werden die da fragen nach Frau Bär und dann kommt da ein Bär ans Telefon und das wird voll witzig. Das wird ja witzig. Die werden sich richtig ärgern. Mhm. Ich habe auch noch die Nummer vom Zoo im Kopf. Die habe ich extra heute Morgen auswendig gelernt. Okay, die sage ich dir jetzt dann einfach und die dann aufschreiben. Okay, mach ich. So ganz groß oder eher ein bisschen kleiner? Nein, groß, ganz groß. Okay, perfekt. Sarah, das ist perfekt. Die Nummer hast du auch? Super. So, jetzt müssen wir das nur noch den Frauen geben und die werden sich dann richtig ärgern. Komisch, die sind ja noch nicht da. Du, Brigitte, ja? Wann kommen denn die schwangeren Frauen in die Turnhalle? Ich muss denen was geben. Die schwangeren Frauen? Die so ganz dicken. Warum willst du das denn wissen? Du hast dich doch letztens so darüber geärgert, dass sie in der Turnhalle waren. Und heute ist auf jeden Fall nicht die Geburtsvorbereitung. Ich meine, die ist erst übermorgen. Oh Mann! Noch nö, da war ja alles umsonst heute. Oh, toll! Oh, ich hoffe, es hat sich niemand auf die Toilette gesetzt. Oh Mann, dann bleibt ihr da kleben und dann wissen die, dass ich das war. Oh! Ah, ich habe heute Geburtstag. Wer hat heute Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag. Hanna Vogel hat Geburtstag. Oh Mann,
ich freue mich schon so. Alle werden mir gratulieren und haben bestimmt ganz viele Geschenke für mich. Vielleicht bekomme ich das, was ich mir gewünscht habe. Guten Morgen. Guten Morgen, Hanna. Hallo, Hanna. Hanna, du bist heute aber super drauf. Gibt's irgendeinen Grund? Möchtest du vielleicht erstmal eine Tasse Kakao trinken? Ja, Hanna, du bist ganz, ganz toll drauf. Gute Laune hast du. Warum? Triffst du dich heute vielleicht mit Dave oder so? Ja, ich freue mich. Heute ist doch ein besonderer Tag. Und ich treffe mich nicht mit Dave. Vielleicht triffst du dich ja mit Pia. Oder sind vielleicht heute auch schon wieder Ferien, dass du so gut drauf bist? Nicht mit Dave? Also wenn du dich mit Pia treffen möchtest, ich habe da auf jeden Fall nichts gegen. Also mach das ruhig. Nein, ich wollte mich nicht mit Pia treffen. Du triffst dich nicht mit Dave und auch nicht mit Pia? Hast du dich mit deinen Freunden gestritten? Alles in Ordnung, Hanna. Also wenn du irgendwie Streit mit deinen Freunden hast, kannst du gern mit mir darüber reden. Gar kein Problem. Nein, ich habe keinen Streit, darum geht's gar nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Ich gehe erstmal zu Julian. Hallo, Julian. Hey, na? Guten Morgen. Willst du mir irgendwas sagen? Hä, was denn? Ob ich dir was sagen möchte? Ja, ich wollte dir was sagen. Und zwar, du stehst voll im Bild. Weg da, ich sehe nichts. Guten Morgen, meine Kleine. Aber kannst du vielleicht ein bisschen an die Seite, weil wir sehen gerade die Sendung nicht. Nur ein bisschen an die Seite. Das kann doch nicht sein. Die haben wirklich alle meinen Geburtstag vergessen. Och Mann, dann gehe ich jetzt eben zur Schule. Vielleicht haben wenigstens meine Freunde an mich gedacht. Also die haben bestimmt an mich gedacht. Die sind nicht so wie Julian, Emma und Mama und Papa. Puh, Papa, das war echt knapp. Also ich war kurz davor zu sagen, herzlichen Glückwunsch, aber trotzdem hat es noch geklappt. Hallo, tschüss, ich gehe zur Schule. Okay, Liebes, viel Spaß in der Schule. Okay, Papa, sie ist weg. Also wir können mit unserem Plan hier beginnen. Operation, Geburtstag, kann jetzt anfangen. Mama, Emma! Hey, ihr beiden, habt ihr dicht gehalten oder habt ihr zum Geburtstag gratuliert? Emma, sag mir nicht, du hast ihr zum Geburtstag gratuliert. Hab ich nicht, kannst du auch gerne Mama fragen. Ich hab nichts gesagt, du vielleicht? Nein, aber ich war echt kurz davor. Das war echt knapp. Mama, wie geht's jetzt weiter? Julian, du gehst jetzt erstmal in die Kita. Und ich werde mich um den Einkauf kümmern. Für die Hamburger und dann noch die restlichen Sachen, die wir brauchen. Für die Party. Aber Mama, wir brauchen auch einen großen Grill. Und da, wo wir die Burger und so lagern können und so. Das müssen wir doch als erstes holen. Ach ja, stimmt, Julian. Du hast recht. Das steht ganz oben auf unserer Liste. Ich werde mich darum auch kümmern. Auf jeden Fall. Und Emma, du kannst ja hier zu Hause schon mal alles vorbereiten und so. Ja, ich kann dekorieren zum Beispiel. Das bisschen schön machen. Ja, genau. Martin, kümmerst du dich dann vielleicht um das Hackfleisch für die Burger und machst das schon mal so kreisrund, damit wir das später grillen können? Aber Claudia, die müssen doch erst noch abgeholt werden. Hol du sie später ab und dann bereite ich sie vor. Okay, gut. Yeah, heute steht eine Burgerparty an. Und Papa, ich will auf jeden Fall schon mal zwei Burger. So, Julian, aber jetzt ab in die Kita, sonst kommst du zu spät. Okay. Hey, Leute, sag mal, habt ihr auch einen Anruf gestern bekommen von Hannas Mutter? Wegen der Party heute? Genau, die Mama von Hanna hat gesagt, wir sollen nach der Schule direkt zu denen kommen. Die machen eine Überraschungsparty, wir sollen nichts Hanna verraten. Oh, das wird aber echt schwierig, muss ich sagen, weil wenn wir ihr den ganzen Tag nicht zum Geburtstag gratulieren, dann ist sie bestimmt echt schlecht drauf. Hey, Leute, da kommt sie, seid ruhig. Guten Morgen, Leute. Hallo, ich bin da. Hey, morgen. Hanna, hi. Na, Hanna, alles klar bei dir heute? Ja, alles gut. Ja, natürlich, ihr wisst doch, heute geht's mir ganz besonders gut. Wieso denn? Hast du irgendwas richtig Besonderes gefrühstückt? Vielleicht Donuts oder so? Oh, da hätte ich total Lust drauf. Ja, Hanna, hast du vielleicht Donuts gegessen? Oder hast du vielleicht Cornflakes und danach sogar noch Pfannkuchen und so? Oh, das wäre ein richtiger Traum, dann wäre ich aber auch so gut drauf wie du. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Auch die haben meinen Geburtstag vergessen. Das kann ja ein richtig blöder Tag werden hier in der Schule. So, sind wir soweit? Mhm. Ja, ich habe auch schon ganz viel gemacht. Emma, du hast gar nichts gemacht. Das sieht ja immer noch aus wie vorher. Doch, ich habe meine Puppen angezogen in einem schönen Outfit und die habe ich sortiert. Aber Emma, das bringt doch gar nichts hier für die Party. Naja, wir müssen jetzt loslegen, Mama. Los geht's. Okay, Julian, kannst du hier eben kurz beim Tisch mit anfassen? Oh, Mama, nö, geht grad nicht. Wir sind hier gerade am Liegen, am Pool. Julian, das geht gerade nicht. So frei. Mach doch mal Platz. Julian und Emma, das war doch eure Idee mit der Party. Ihr müsst doch was dafür tun. Also los. Ja, ist ja gut. Wir helfen dir. Oh Mann, das wird zeitlich super knapp. Ich hoffe, das schaffen wir noch, bevor Hanna aus der Schule kommt und all ihre Freunde. Und wo steckt eigentlich Martin? So, Claudia, es ist alles fertig. Ich habe den Grill von unserem Nachbarn genommen. Der ist ein bisschen größer. Der ist ja riesig. Wo ist denn jetzt eigentlich das Fleisch? Dann kann ich ja schon mal anfangen. Das Fleisch? Och Mist, ich habe das Fleisch total vergessen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir liegen ja relativ gut in der Zeit. Haben wir sonst alles?
Ansonsten ist alles vorbereitet. Sieht echt super aus. Ich glaube, die Kinder werden sich freuen. Ach, was hat denn hier schon wieder dieses Skateboard zu suchen? Julian, dein Skateboard liegt hier mitten im Weg. Oh ja, Mama, ist ja gut. Ich wollte es auch gleich wegnehmen. Also, es soll auch keiner mit meinem Skateboard fahren. Ich nehm's ja schon wieder weg, keine Sorge. Aber du, Mama, könnt ihr vielleicht schon was essen? Bitte, ich hab voll Hunger. Das ganze Aufbauen und so, das war voll anstrengend. Bitte. Julian, jetzt gedulde dich noch mal. Oh, bitte. Wir haben noch gar nicht alles hier. Wir müssen kurz noch einkaufen. Wie, nochmal einkaufen? Oh, nochmal? Oh, wir waren doch schon, Mama. Oh, Mann. Wir haben doch schon die Donuts und die Getränke und sowas. Was brauchen wir denn noch? Es fehlt aber noch was. Ja, Julian, es fehlt noch das Fleisch. Oder willst du Burger ohne Fleisch heute? Burger? Mama, kann ich jetzt auch schon einen Burger haben? Oh ja, bitte, Mama, bitte. Bitte. Nein, noch nicht. Es ist noch gar nicht alles fertig. Wir müssen jetzt erst nochmal einkaufen gehen. Ihr müsst euch doch gedulden. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Gut, Kinder, ihr habt das geschafft, oder? Ist Hannah da? Nein, Hannah ist noch nicht da, oder? Nein. Nee, wir haben uns extra beeilt. Sie müsste aber so ein paar Minuten da sein. Also in 15 Minuten, wir sind wirklich fast gelaufen. Und können wir unsere Taschen irgendwo ablegen? Ja, klar, oben könnt ihr sie ablegen. Oh, und ich sehe schon, ist das nicht Mia? Und dahinter Sarah und so? Ich glaube, Julians Freunde sind auch schon da. Puh, Claudia sollte sich beeilen, aber mit Julian und Emma wird das ein bisschen schwierig. Oh, wow. Das sieht aber toll aus hier. Ja, wie habt ihr das alles so gut hingekriegt? Ach ja, ging relativ schnell. Aber Kinder, ganz, ganz wichtig, bitte nicht hier zum Grill, okay? Das ist ganz gefährlich. Ist doch klar, wir sind doch nicht Julian, wir machen doch nicht so einen Blödsinn. Ach ja, man merkt, ihr kennt Julian. Ja, stimmt, ihr seid ja nicht so drauf wie der. Was? Ich habe meinen Namen gehört. Hallo Leute, der Star ist da. Ja, der Star der Party ist wieder da. Hey! Haha, die Party kann losgehen. Julian, jetzt schalt mal ganz kurz einen Gang zurück. Ja, ist ja gut. Du bist nicht der Star. Hannah hat doch Geburtstag. Martin, das Fleisch ist jetzt da. Die Würstchen auch. Also du kannst loslegen. Und Hannah, alles klar. Die ist auf dem Weg. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber gleich geht's los. Los geht's. Wir bereiten alles vor. Oh Mann. Das ist eine coole Party. Das riecht so lecker. Papa, kann ich schon ein Würstchen? Nein, Julian, jetzt noch nicht. Oh, zum Glück hat doch alles rechtzeitig geklappt. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig mit den Vorbereitungen. Hannah kann kommen. Ich schau mal aus dem Fenster, wo sie bleibt. Oh Mann, keiner hat an meinen Geburtstag gedacht. Das ist der schlimmste Geburtstag in meinem Leben. Hi Hannah, na, wie war's in der Schule? Alles okay? Du siehst irgendwie traurig aus. Was ist denn los, mein Spatz? Ja, warum ich traurig bin, Mama? Keiner hat an meinen Geburtstag gedacht. Ich hab Geburtstag und allen ist es egal. Ach ja, Hannah, du hast heute Geburtstag? Keiner hat dran gedacht. Niemand. Wirklich? Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Schau mal, Hannah, da vorne. Hä? Was ist denn da? Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag! Ja, alles Gute! Oh Mann, ist das toll. Ihr habt wirklich an meinen Geburtstag gedacht und habt noch so eine tolle Party für mich organisiert. Ich freue mich. Und Hannah, können wir jetzt bitte loslegen? Ich habe voll Hunger. Ich will jetzt essen. Los geht's. Wir haben eine Burgerparty für dich hier organisiert. Los! Oh, danke, Mama, für diese Party. Ich freue mich so. Ich will dich umarmen, Mama. Hannah, mach das lieber bei den anderen beiden hinter dir. Die hatten die Idee dazu. Ihr beiden? Ja. Ja, das war unsere Idee. Danke. Mhm. Alles Gute. Dann weiß ich jetzt auch, über was ihr geredet habt. Mhm, ja, genau. Dafür kriegt ihr jetzt echt mal einen richtig fetten Schmatzer von mir. Mhm. Ah, ja. Hilfe, Julia, Hilfe. Hilf, nein, ja. ich will nicht. Hilfe. Ah, Emma, hol doch ab! Emma, hol doch ab! Nein, schon gut, Hannah, komm her! Och, ist das toll! All meine Freunde sind da und es gibt Burger, mein Lieblingsessen! Oh Mann, ich will keine Knutscher, ich will Burger! Papa, los! Du, Papa, kann ich dir vielleicht helfen mit dem Grill? Auf gar keinen Fall! Julian, weg hier, weg vom Grill! Sicherheitsabstand von 100 Metern bitte! Weg hier, weg! Oh ja, ist ja gut, Mensch, ich wollte dir doch nur helfen! Ist gut! Oh Mann, Leute, ich dachte wirklich, ihr habt meinen Geburtstag vergessen. Ich war so enttäuscht. Das war auch ziemlich schwierig heute in der Schule, dir nicht zu gratulieren. Ja, also zwischendurch wollte ich dir fast gratulieren, weil du warst auch ziemlich sauer, das hat man gesehen. Das werden wir nie vergessen. Auf gar keinen Fall. Oh, vielen Dank nochmal. Dafür sind Freunde da. Aber du solltest vielmehr Julian und Emma danken, weil die haben das wirklich organisiert. Das stimmt, Hannah. Denn Mama hat uns zu Hause angerufen und uns gesagt, wann wir zu dir nach Hause kommen, dass es eine Überraschungsparty ist. Von Julian und Emma. Und von das kann Emma. Ich mir gar nicht vorstellen, doch. Aber die haben das so toll gemacht. So, Kinder, Essen ist fertig. Yeah! Ich will so ein Donut mit so einem Loch in der Mitte, bitte. Das sieht aber lecker aus. Ich habe mich extra hier versteckt, damit keiner mir den wegnehmen kann. Hey, warum sind denn keine Donuts mehr da? Ich hab den.
lecker Pommes. Dave, wollen wir uns die teilen? Ja, klar. Und John, schmeckt der Hotdog? Der schmeckt echt lecker. Der Papa von Julian und von Hannah, kann ich vielleicht noch so einen Hamburger mit Käse haben? Ja, klar, natürlich. Cheeseburger? Die Party ist ein super Erfolg, aber wo steckt eigentlich schon wieder Julian? Haha, ich hab den ersten Burger bekommen und den esse ich jetzt hier in der Küche ganz alleine, weil ich ganz genau weiß, sonst Mia will auch was haben, weil die mag Burger auch. Ich esse das jetzt hier alleine. Du, Dave, ich komm gleich wieder. Passt auf unsere Pommes auf. Ja, klar, bis gleich. Emma, kommst du mal grad mit in mein Zimmer? Warum? Aber, Hannah, ich hab noch gar nicht meinen Donut gegessen. Den muss ich auch noch essen. Ich will dir nur kurz was sagen. Also, dauert nicht lang. Ich hol noch kurz Julian. Okay. Hey, Julian, hast du kurz Zeit? Oh, gerade ganz schwierig. Nee. Geht gerade nicht, Hannah. Tut mir leid, ich muss erstmal diesen Hamburger hier essen. Tut mir leid. Ich will dir kurz was in meinem Zimmer zeigen. Also, du musst kurz mitkommen, ich will dir was geben. Was mir geben? Ein Geschenk vielleicht? Okay, da bin ich doch dabei. Na klar, ich komme. Ja, aber dafür musst du in mein Zimmer kommen. Ja, kein Problem, ich gehe schon mal vor. Oh Mann, vielleicht ein neues Skateboard. Oder neuer Fußball oder neuer Basketball. Oh Mann, das wird toll. Also, Emma und Julian, ich habe euch ja extra hier hingeholt an meinem heutigen Geburtstag, weil ich euch etwas sagen möchte. Okay, was? Hä, du wolltest uns doch was geben, hast du gesagt. Jetzt habe ich mich gefreut und das ist mein Burger da unten alleine. Und ich wette, Mia hat den schon gegessen. Ja, kriegst du ja gleich. Also, ich wollte euch nur sagen, ihr seid die besten Geschwister, die man sich wünschen kann. Und ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Und dafür bekommt ihr jetzt einen richtig fetten Kuss von mir. Mua! Mama, ich wurde vollgesabbert. Hannah, musste das sein? Oh, ich dachte, ich krieg ein Skateboard oder so. Oh Mann, ist das blöd. Also, wenn Julian seinen Schmatzer jetzt nicht will, bist du dran. Ich nehme meinen gerne. Du, Mama, wir müssen dringend miteinander reden. Also so geht das nicht. Die Party muss abgebrochen werden. Weil Hannah will mir immer nur Küsse geben. Küsschen. Und dann kommt Mia auch noch auf diese Idee. Nee. Julian, mach dir keine Gedanken deswegen. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Nein, ich will mich nicht verwandeln. Meine Haut ist ganz grün. Ich sehe aus wie eine Kröte. Es war nur ein Traum. Nur ein böser Traum. Ich muss jetzt erstmal in den Spiegel gucken und nicht, dass ich aussehe wie ein Frosch. Also ich sehe aus wie immer. Ich habe keine grüne Haut. Und ich bin auch kein Frosch geworden. Es war wirklich nur ein Traum. Zum Glück. Oh Mann, Julian hat mir wirklich einen Schrecken eingejagt, als er gesagt hat, dass ich mich in eine Kröte verwandle, als ich den Frosch geküsst habe. Und das war alles nur Quatsch. Er hat mich angelogen. Ich sollte Julian auch mal veräppeln, wenn er mich immer veräppelt. Aber das mit der Kröte kann ich jetzt nicht bei ihm machen. Was soll ich denn machen? Wovor hat Julian Angst? Womit kann man ihn erschrecken? Ach ja, meinst du wirklich? Mit Geistern? Gar keine schlechte Idee, glaube ich. Ich glaube, Julian hat wirklich große Angst vor Geistern. Der hat sich schon mal ganz doll bei Geistern erschreckt. Dann machen wir das vielleicht. Aber wie kann ich mich denn als Geist verkleiden? Ich gehe erstmal kurz nachgucken. Nicht, dass jemand hier was von meinem Plan erfährt, weil dann kann ich ihn noch gar nicht erschrecken, weil dann weiß er ja schon alles. Julian scheint nicht da zu sein, aber vielleicht versteckt er sich ja in seinem Bett. Nee, hier ist er auch nicht. Der ist bestimmt schon in der Kita. Gut, dann kann ich ja jetzt meinen Plan machen, dass ich mich als Geist verkleide. Ich gehe erstmal kurz nach unten zu Mama. Ich habe auch ein bisschen habe ich auch Hunger. Mama! Mama! Hallo Mama, guten Morgen! Guten Morgen, mein Spatz. Na, hast du schön geschlafen? Ich habe dir auch schon dein Frühstück gemacht. Brötchen mit Erdbeermarmelade. Das sieht lecker aus. Aber jetzt, wo ich das so sehe, habe ich irgendwie keinen Hunger mehr. Kein Hunger? Bist du krank, Emma? Geht's dir nicht gut? Alles gut bei dir? Was ist denn los? Ich habe ganz schlecht geträumt. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Ich war eine Kröte. Ich hatte die Krötenkrankheit, nachdem ich den Frosch geküsst habe. Weil Julian hat das gesagt. Ach, Emmalein, das ist total der Quatsch. Julian wollte dich nur veräppeln. Diese Krötenkrankheit gibt es wirklich nicht. Du bist kerngesund. Mach dir keine Sorgen. Und ja, versuch doch einfach dein Brötchen zu essen, Na gut, Mama.
Ich probiere mal. Mama, ich wollte eigentlich auch noch fragen, ob du mir was geben kannst, damit ich mir eine Bude bauen kann. Vielleicht ein Bettlaken oder so, ein altes, was du nicht mehr brauchst. Dann kann ich mir eine schöne Bude bauen, so eine Butze, wo man sich verstecken kann. Ach, sowas haben wir ganz bestimmt. Ich werde mal nachsehen und dann bringe ich dir oben das Bettlaken dann hin, okay? Gut, Mama, danke. Und vielleicht auch noch eine Schere, falls das Bettlaken zu groß ist für meine Bude. Mama, weiß nicht, was ich vorhab mit dem Bettlaken. Da mache ich ein Gespensterkostüm draus. So, Emmalein, hier hast du das Bettlaken und eine Schere. Pass auf mit der Schere, aber du kannst ja schon ziemlich gut mit der Schere umgehen. Oh, danke, Mama, das ging aber schnell. Ich leg dir hier die Schere hin, ne? Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Bude bauen. Bis später. Ich glaube, damit ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile beschäftigt. Dann kann ich ja den Haushalt machen. Also die Schere, damit muss ich so ganz kleine Löcher reinschneiden, damit ich auch was sehen kann durch das Geisterkostüm. Und am besten male ich mir auch noch so ein ganz fieses Gesicht und ich brauche erstmal ein paar Stifte. Oh, das ist viel zu lang, dieses Bettlaken. Da stolper ich drüber. Ich sehe auch überhaupt nichts. Das passt irgendwie noch nicht so ganz. Das Gesicht ist auch noch nicht so gruselig. Man kann das noch gar nicht richtig erkennen. Das muss ich noch mal ein bisschen nachmalen. Und ich muss auch noch das Bettlaken ein bisschen kürzer machen. Ich bin auch irgendwie zu klein. Vor so einem kleinen Geist hat doch keine Angst. Ich brauche irgendwas, wo ich mich draufstellen kann, wie so Stelzen oder so, damit ich groß bin. Vielleicht die beiden Eimer. Und dann kann ich mich da vielleicht draufstellen oder so. Oh, jetzt bin ich ganz groß, aber ich muss noch irgendwie diese Eimer an meine Füße dann machen, sonst kann ich damit ja gar nicht gehen. So, jetzt ist mein Geisterkostüm fertig. Und, oh, ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hintrete. Es ist immer noch ganz schön lang. Aber ich glaube, ich sehe jetzt richtig fies aus. Und ich muss doch auch noch meine Geistergeräusche muss ich auch noch üben. Ich kann ja nicht so reden wie Emma, dann werde ich ausgelacht. So, jetzt ist es auch schon Schlafenszeit. Ich warte noch ein bisschen und dann ist Julian bestimmt eingeschlafen und dann schleiche ich mich ganz langsam und ganz leise raus. Und vielleicht gucke ich erstmal, ob er jetzt schon eingeschlafen ist. Also Hanna schläft auf jeden Fall, aber Hanna möchte ich nicht erschrecken. Und Julian schläft jetzt auch schon. Das ist perfekt. Jetzt kann ich mich ganz schnell umziehen. Los, 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 schnell. Die Sachen habe ich zum Glück in meinem Bett versteckt. Dann kann ich das schnell rausholen. Das wird so gut. Ich werde Julian richtig doll erschrecken. Und dann wird er mich nie wieder veräppeln. Okay, und jetzt muss ich mich ganz schnell umziehen. Weil so sieht er überhaupt nicht aus wie ein Geist. So, fertig. Jetzt gehe ich los. Achtung, ich komme. Ich muss leise sein. Ich darf die anderen nicht wecken. Und ich muss noch meinen Geist üben. Was ist? Oh, noch 5 Minuten, bitte. Ich will jetzt noch nicht aufstehen. Wer ist da? Ja, was? Hier ist der Geist. Der was? Mama, der jetzt Geist, nicht. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, wie ich heiße. Oh, Mist. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Hilfe! Hilfe! Schon wieder ein Geist und nicht schon wieder! Was willst du denn jetzt in meinem Zimmer? Raus hier! Raus! Raus hier! Mama! Papa! Emma! Hanna! Der Geist der Schwestern! Der was? Der Schwester? Oh nein, so ein schrecklicher Geist! Raus aus meinem Zimmer! Du hast auch nicht gefragt, ob du hier rein darfst! Raus! Oh, kannst du nicht abhauen? Kannst du nicht gehen? Was muss ich denn machen, damit du hier nicht mehr bist? Damit du abhaust! Los, weg! Du musst deine Schwestern in Ruhe lassen. Was? Nö. Für immer. Nein, ganz bestimmt nicht. Das schaffe ich nicht. Aber der muss auch raus. Ja, gut, okay, okay. Wenn du deine Schwestern nicht in Ruhe lässt, dann komme ich wieder. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich lasse sie in Ruhe. Ich lasse sie schon in Ruhe. Das ist jetzt da ziemlich schwer, aber gut. Ja, ich lasse sie in Ruhe. Ich glaube, er hat ganz schön viel Angst gehabt vor dem
aber wenn er böse ist, dann komme ich nochmal wieder. Das Kostüm behalte ich auf jeden Fall, ja. Ja, Mama, auf jeden Fall. Ja, ich gieße die Blume regelmäßig, die du mir geschenkt hast. Natürlich, und die anderen auch. Mhm. Wir können ja sonst auch noch mal wann anders telefonieren. Wir telefonieren ja jetzt auch schon 2,5 Stunden, sehe ich gerade. Du möchtest noch nicht auflegen? Ach, Oma, ich hab dir doch auch eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Du, Mama, Martin kommt gerade nach Hause mit den Kindern. Ich muss Schluss machen. Ich muss auch noch das Mittagessen vorbereiten. Du möchtest dir auch noch mal sprechen? Ach, na gut. Hi, Martin. Hallo. Meine Mutter ist dran. Also, die Oma. Ja. Sie möchte dich vielleicht auch noch mal sprechen. Was? Warum denn jetzt? Du, Claudia, muss das jetzt sein? Eigentlich kann ich jetzt nicht mit ihr telefonieren. Ach, komm schon. Nee, tut mir leid, ich muss jetzt auch die Steuererklärung noch machen. Ja, die liegt schon seit einigen Tagen an. Tut mir leid. Du, ich kann jetzt nicht. Du, hallo, hörst du mich? Hallo, ich kann gerade leider nicht. Viel Spaß noch, die Kinder sind sonst hier, mit denen kannst du reden. Schau mal, Julian, Oma ist am Telefon. Och, nö, Mama, ich komme gerade von der Kita, ich habe gerade andere Probleme. Muss sag ich doch jetzt wenigstens hallo. Ja, hallo, Oma, hi. Und tschüss, Oma. Mama, kannst du mich das nächste Mal bitte warnen? Tschüss. Hannalein, schau mal, Oma ist am Telefon. Sie möchte mit dir auch noch mal hallo, reden. Hallo, Oma. Oh, 2,5 Stunden reicht auch wirklich. Jetzt kann ich mich endlich um was anderes kümmern. War gut in der Schule. Ja, Oma, meistens habe ich gute Noten. Aber ich muss jetzt auch ganz dringend meine Hausaufgaben machen und muss auflegen. Oma, das sind ja auch schon über 2,5 Stunden, die du jetzt telefoniert hast mit Mama. Oma, du hast aber viel Zeit. Also ich würde jetzt eigentlich mal auflegen. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Du möchtest Emma noch sprechen? Emma, komm mal, Oma ist am Telefon. Hat mich da gerade jemand gerufen? Emma, komm mal. Ja. Oma ist dran. Oma, ich komme. Juhu. Hallo Oma, hier ist Emma. Komm, nimm das Telefon, Emma. Ich kann das nicht halten, das ist zu schwer. Oma, ich bin schon gewachsen, seitdem du mich das letzte Mal gesehen hast. Ich bin schon ganz groß, ja. Du willst wissen, wann wir dich das letzte Mal, wann wir dich das nächste Mal besuchen kommen? Das weiß ich gar nicht. Muss ich Mama fragen. Mama, wann fahren wir das nächste Mal zu Oma und Opa? Emma, wenn Opa Geburtstag hat, das habe ich doch Mama schon so oft erzählt. Oh. Also nächstes Mal kommen wir, wenn Opa Geburtstag hat, da kommen wir auch alle. Und Oma, soll ich dir mal erzählen, was ich heute Morgen zum Frühstück gegessen habe? So, Oma, das reicht jetzt. Ich leg jetzt auf. Aber tschüss. Und Oma, heute zum Frühstück hatte ich schon wieder so einen ganz leckeren Kakao getrunken. Emma, ich habe schon aufgelegt. Oma ist gar nicht mehr dran. Och, Mann, oh. Emma, mach dir nichts draus. Oma ruft ganz bald wieder an. Mama, wann ist denn der Geburtstag von Opa? Emmalein, der ist in 3 Wochen. Da fahren wir das nächste Mal hin zu Oma und Opa. 3 Wochen? Oh, das ist doch noch voll lange hin. Och, Manno, ich möchte jetzt zu Oma und Opa. Das dauert noch so lange. Was können wir denn da machen? Vielleicht können wir Oma und Opa ja ein Paket schicken. Und dann schicken die vielleicht auch ein Paket zurück, euch im Liebe ins Post zu bekommen. Da tue ich ganz viele Sachen rein für Oma und Opa. So, Emmalein, hier hast du dein Paket. Ein kleineres habe ich leider nicht gefunden. Oh, das ist ja riesig, Mama. Da kann ich ja Papas Auto schon fast reintun, so groß ist das. Was tue ich denn da mal rein? Immer wenn ich zu Oma und Opa gehe, darf ich nicht so viel Spielzeug mitnehmen. Da kann ich ja vielleicht Spielzeug reintun, damit das schon dann da ist, wenn ich zu Besuch komme. Und am liebsten habe ich meinen Puppenwagen. Den tue ich jetzt hier schon rein. Den fahre ich jetzt einfach in das Paket, weil das so groß ist. So, geschafft. Und dann können wir ja noch Oma und Opa ein Bild malen. Aber ich kann nicht so gut malen. Vielleicht kann Hanna das lieber malen für uns. Hallo, Hanna. Was ist los, Emma? Ich wollte gerade meine Hausaufgaben machen, Emma. Das dauert auch gar nicht lange. Ich wollte dich nur fragen, ob du mir ein Herz malen kannst für Oma und Opa. Ich kann nicht so gut Herzen malen. Vielleicht kannst du das machen und auch was schreiben. Ja, klar kann ich das. Na gut. Vielleicht kannst du dann noch draufschreiben für Oma von Emma. Aber Moment mal, ich habe das doch gemalt. Das ist von Hanna. Na gut, dann schreib drauf für Oma von Hanna, von Emma und auch von Julian. Dann ist das von uns. Oh, das sieht spitzenmäßig aus. So hätte ich das niemals hingekriegt. Das sieht echt gut aus. Der wird sich Oma richtig doll drüber freuen. Das tue ich jetzt auch in die Kiste mit rein. Julian, Hanna, möchte jetzt noch jemand in das Paket was reintun für Oma und Opa? Nö. Nein. Na gut, dann mache ich das jetzt.
Oh, das ist echt ein großes Paket. Ich hoffe, Oma und Opa schicken auch so ein großes Paket zurück. Und das soll dann nur für mich sein. Aber im Paket ist noch ganz viel Platz. Da ist noch so viel Platz, da passe ich auch noch rein. Und ich möchte sowieso viel lieber zu Oma und Opa als hier sein. So, und jetzt mache ich das Paket zu. Und wenn das ausgepackt wird, dann bin ich bei Oma und Opa. So, jetzt noch nur noch die Adresse drauf. Und dann können wir das Paket eigentlich losschicken. Hallo? Hallo? Jemand da? Boah, ich hoffe, jemand ist zu Hause. Dieses Paket nochmal in den Lastwagen, das wäre viel zu heftig. Und da muss ich am nächsten Tag wiederkommen. Hallo, ist jemand da? Hier, dieses Paket ist für Sie. Oh, was ist das denn für ein Riesenpaket? Sehr, sehr groß. Wer hat uns das denn geschickt? Das weiß ich leider nicht. Also, das Paket kommt aus Playmobil City. Ich sehe hier Absender Familie Vogel. Sagt Ihnen das was? Mir ist so warm hier drin. Lass mich raus. Ich komme jetzt hier raus. Oh, Emma, du bist es ja. Hallo, Oma. Schöne Überraschung, meine Kleine. Emmalein, wie kommst du denn da rein? Ich habe mich verschickt. Komm mal auf Omas Arm. Und der Plan ist aufgegangen. Hallo, Oma, ich freue mich ganz doll. Beim letzten Mal hat das ja gar nicht geklappt mit meinen Streichen. Da waren die ja gar nicht da, aber ich glaube, heute müssten sie kommen. Und Hannah hat mir wieder geholfen, was vorzubereiten. Und heute, da kommen die Schwangeren, die dicken Frauen, die kommen heute nicht rein. Also mit diesem Schild, da kommen sie auf gar keinen Fall rein. Oh, das wird ein super Streich. Ich werde sie am besten an die Tür anhängen. Und dann werden die das sehen und keiner kommt mehr rein. Und dann habe ich dann ist die ganze Kita für uns wieder. Okay, perfekt. Also Hannah meinte, da steht kein Zutritt und zwar heute. Ich weiß zwar nicht, ob das da steht, aber müsste sein. Ja, passt, alles klar. Und jetzt rein in die Kita. Ha, die kommen bestimmt nicht rein. Die werden bestimmt drauf reinfallen und heute nicht die Turnhalle blockieren. Heute ist die Turnhalle nur für mich, für Julian Vogel. Ja. Und dann kann ich mit Sarah und Mia endlich alleine in der Turnhalle spielen. Ohne diese schwangeren Frauen. Ja, so macht das viel mehr Spaß. Oh Mann, es ist schon wieder niemand da. Das ist ja richtig cool. Ich kann mich glatt daran gewöhnen, hier ins Bällebad zu gehen, ohne Julian natürlich. Guten Morgen, hey, Julian. Guten Morgen, Brigitte. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, natürlich, an so einem wunderschönen Tag wie heute. Super. Ich gehe dann kurz nach oben, bring meinen Rucksack weg, okay? Und vielleicht sind dann Sarah und Mia auch schon da. Bis gleich. Stimmt. Ach, ist das schön. Alleine hier im Bällebad. So lässt es sich leben, ohne den Julian. Hey, Andreas, Platz da, ich komm jetzt auch ins Bällebad, weg da! Hey, Andreas, vorsichtig, ich mach jetzt so ein Salto ins Bällebad rein, weg da! Oh Mann, Julian, du passt doch ein bisschen auf. Wieso soll ich aufpassen? Passt du doch auf! Ich zeig dir einen coolen Trick! Ha, hast du das gesehen, Andreas? Hast du das gesehen? Also ich find's wirklich ein bisschen seltsam, dass so wenige Kinder heute da sind. Nur die beiden Jungs, wo sind denn die anderen? Es ist doch schon 8:45, normalerweise kommen die doch immer schon 10 vor. Oh, Sarah, wir sind heute wirklich spät dran. Komm schon. Wir wollten eigentlich schon 8:50 da sein. Jetzt ist es schon 8:45. Oh nein, was steht denn hier? Heute kein Zutritt. Das wusste ich gar nicht. Das hat uns gar keiner gesagt, Mama. Oh, Sarah, was machen wir denn jetzt? Ich muss jetzt auch zur Arbeit. Ach, dann kommst du heute einfach mit bei mir ins Büro. Das ist ja ärgerlich. Warum hat uns denn keiner Bescheid gesagt? Also, das werde ich auch auf jeden Fall Brigitte mal sagen. Da kann man ja wohl ruhig die Eltern mal informieren. Oh, jetzt habe ich das Bällebad wieder für mich allein. Und ich sehe auch noch nicht diese schwangeren Frauen. Oh Mann, das wird so ein cooler Tag in der Kita hier. Aber wo sind eigentlich Mia und Sarah? Oh Mann, war ja klar, dass ich mich wieder hier verstecken muss vor Julian. Der hat wieder das Bällebad für sich eingenommen. Aber gut, ich warte einfach ein bisschen. Vielleicht muss er ja auf Klo irgendwann. Also so wie es aussieht, seid ihr heute meine einzigen Kinder hier in der Kita. Wirklich komisch. Es sind doch normalerweise viel mehr. Julian? Haben sich vielleicht irgendwie Sarah und Mia bei dir gemeldet vorher? Also habt ihr gestern irgendwas abgesprochen? Ich habe auch keine Krankmeldungen bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist und wo die Kinder alle stecken. Nö, keine Ahnung, Brigitte. Also waren wir gestern auf dem Spielplatz und die haben gesagt, wir sehen uns morgen in der Kita. Also keine Ahnung. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber naja, was soll's. Dann machen wir uns ja halt zu dritt einen schönen Tag hier in der Kita. Was meint ihr? Ja, dann sind wir halt heute nur zu dritt. Also du, Andreas und ich und sonst niemand. Gar keiner. Niemand.
Nee, so stimmt das nicht ganz. Also, wieso denn nicht? Ihr beiden Kinder und ich. Ja? Und dann kommen ja auch noch die Leute von der Geburtsvorbereitung, die schwangeren Frauen. Nein, nicht die schon wieder. Ach, hallo ihr beiden. Hallo, was ist denn da für ein Schild an der Tür? Das war hier aber vorher noch nicht, oder? Das habe ich auch gerade erst gesehen. Kein Zutritt heute. Wieso das denn? Vielleicht haben die heute irgendwie Bauarbeiten oder so in der Kita. Also anscheinend können wir doch heute nicht rein. Ach, schade. Also, das hatte Iris uns auch gar nicht gesagt. Also, das finde ich jetzt schon ziemlich merkwürdig. Hallo. Hola. Hi. Habt ihr schon gesehen, das Schild da? Der Kurs fällt heute, glaube ich, aus. Wie könnte ich in die Kita rein? Heute kein Zutritt, steht da. Oh, kein Zutritt heute? Das ist aber schade. Finde ich auch total schade. Du bist doch heute das erste Mal hier. Und dann fällt's aus? Och, wie blöd. Aber du, Romy, irgendwie sind die ganzen anderen Männer nicht mit dabei. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ach Mensch, das ist wirklich schade. Also Brigitte hat mir da nicht Bescheid gesagt. Dann kann ich euch jetzt nur anbieten, dass wir vielleicht in ein Café oder so gehen. Also vielleicht einfach einen Tee trinken und ein bisschen quatschen. Schade, das mit der Turnhalle. Also hinlegen auf die Matten können wir uns dann heute nicht. Ach, kein Problem. Ich trinke gerne einen Kakao oder einen Tee. Oder vielleicht auch einen Kaffee. Ja, dann kommt doch mal mit. Das Café ist direkt hier drüben gegenüber. Romy, also ich werde mich dann verabschieden. Warum? Du kannst doch auch gerne mitkommen, Raoul. Die Frauen sind hier wirklich total nett. Die wirst du mögen. Romy, so viele schwangere Frauen. Das ist mir ein bisschen zu aufregend als einziger Mann. Also, du kannst gerne mit den Frauen hierbleiben. Ich bin dann zu Hause. Okay. Dann bis später, Raoul. Wir sehen uns nachher. Ciao. Die kommen nicht rein. Heute nur für Kita-Kinder. Die Turnhalle ganz für mich alleine heute. Tschüss. Oh Mann, die besten Streiche kann ich immer noch spielen. Und die schwangeren Frauen, die kommen heute nicht. Tut mir leid, Brigitte. Ach, Julian, du Armer. Stehst du da an der Tür und wartest auf deine Freunde? Was? Ich glaube, die werden heute nicht kommen. Ach so. Ja, stimmt, da hast du wohl recht. Ist ja nicht so schlimm, aber sag mal, wo sind denn eigentlich die schwangeren Frauen geblieben? Also ich glaube, die kommen heute auch nicht. Gute Frage. Oh Mann, dabei fällt mir ein, wenn sie jetzt an der Tür guckt und das Schild, das muss ich schnell abmachen, ohne dass sie es merkt. So, den Zettel hier einfach wegwerfen, da sind die Beweise auch weg und das ist nie geschehen. So, am besten hier irgendwo unter die Kita, damit das keiner sieht. Und wo ist denn Brigitte? Ja, schnell weg damit. Julian, draußen musst du auch nicht warten. Die werden nicht mehr kommen. Es ist schon viel zu spät. Komm wieder rein. Ach so, ja, okay. Yeah, endlich Schulschluss. Oh ja, endlich. Kannst du mal warten, nach Hause zu kommen. Der Tag wollte so lange, ne? Komm, Dave, schnell. Du kommst doch heute mit zu mir. Wir sind doch verabredet. Ah ja, genau. Los geht's. Oh Mann, ich freue mich schon. Das wird total super. Du warst schon total lange nicht mit mir. Ja, aber warte. Nicht so schnell. Ich komme doch hinterher. Ganz ruhig. Ach, da sitzt ja Pia. Hey. Was ist los, Pia? Ach nichts, ich entspanne mich hier noch kurz. Ich wollte noch warten, meine Eltern holen mich ab heute. Hast du heute Nachmittag schon was vor? Sonst kannst du dich doch auch mit Dave und mir noch verabreden. Ich wollte mit meiner Mama in die Stadt gehen, ins Einkaufszentrum. Bin also schon verabredet, aber euch wünsche ich viel Spaß. Ah, danke. Dann bis morgen. Bis dann. Ciao. Wir können uns ja vielleicht nächste Woche wieder verabreden. Ich rufe dich dann mal an. Okay, super, bis dann. So, jetzt aber ab nach Hause. Und ganz ehrlich, Hannah, ich frage mich, was deine Mutter heute gekocht hat. Also ihre Lasagne ist immer richtig gut. Vielleicht hat sie heute wieder Lasagne gemacht. Das ich habe auch schon total Hunger. Ich weiß doch gar nicht, was wir gleich zusammen machen. Vielleicht malen oder vielleicht Mutter, Vater, Kind spielen. Hannah, siehst du das da vorne? Wir könnten vielleicht auch in den Pool. Hannah, da vorne, siehst du das nicht? Wo denn, Dave? Was denn? Ich glaube, da liegt jemand oder irgendwas. Also keine Ahnung. Stimmt, Dave, du hast recht, da liegt jemand. Oh, ob die wo schläft oder... Nee, was ist da wohl los? Geht's ihr nicht gut? Wollen wir sie vielleicht mal ansprechen? Ja, besser ist es. Hey, du da. Hallo. Alles gut bei dir? Ich fühle mich nicht gut. Mir ist ganz schlecht und schwindelig. Da habe ich mich einfach hingelegt hier. Mir geht's gar nicht gut. Oh, Dave, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir Hilfe holen? Also, Hannah, als erstes müssen wir Ruhe bewahren. Ich setze mich auch hier hin. Also, wir müssen ganz ruhig jetzt bleiben. Das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt für Kinder. Den habe ich schon mal besucht. Also ganz, ganz ruhig jetzt erst. Und als nächstes stelle ich mich erstmal... Ich bin der Dave und das ist die Hannah. So, und wir müssen jetzt irgendwie Hilfe holen, Hannah. Aber wir dürfen sie nicht alleine lassen. Ich bin echt froh, dass ihr hier seid. Ich wusste nicht, was ich machen soll.
Ich will nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es wird alles gut. Wir sind ja da. Und wir, okay, wir rufen am besten einen Rettungsdienst, einen Notarzt, oder, Hanna? Du, Hanna, hast du dein Handy dabei? Ja, das habe ich immer ausgeschaltet in der Tasche für Notfälle. Okay. Ah, Notfälle, das ist jetzt ein Notfall. Jetzt ein Notfall. Mhm. Dann hole ich mal schnell mein Handy raus. Und dann, wie geht's weiter, Dave? Also, Hanna, als erstes wählst du jetzt die 112. Aber ist das nicht die Telefonnummer von der Feuerwehr? Nein, das ist auch die Nummer vom Rettungsdienst. Und wenn du jetzt gleich anrufst, dann musst du direkt deinen Namen sagen, okay? Dass du Hanna Vogel bist. Okay, Dave, und dann sage ich, was passiert ist. Ja, genau. Aber du musst auch sagen, wo es passiert ist, damit die auch hier hinfinden. Und dann ist noch ganz wichtig, Hanna, du musst sagen, wie viele Personen verletzt sind. Und dann musst du noch auf Rückfragen warten. Also die werden wahrscheinlich noch ein, zwei Fragen stellen. Dann musst du auf jeden Fall am Telefon bleiben und nicht auflegen. Okay. Hallo, hier ist Hanna Vogel. Ja, wir haben ein Mädchen gefunden. Ganz in der Nähe von der Grundschule, also 100 Meter weiter die Straße runter. Ihr ist ganz schlecht. Ein Mädchen ist daran beteiligt. Haben Sie noch Rückfragen? Okay, wir warten hier. So, dann heißt es jetzt warten. Genau, wir bleiben natürlich hier. Mach dir keine Sorgen. Okay, danke. Ist dir vielleicht auch kalt? Nein, nein. Mir ist total heiß. Okay, weil sonst müsste man ihr jetzt auch eine Decke oder so anbieten, Hanna, ne? Oh, ich bin so froh, Dave, dass du schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hast. Ich glaube, ich hätte Panik bekommen, aber du bist echt ruhig geblieben. Ah, guck mal, da kommt schon der Krankenwagen. Der Notarzt ist da. So, jetzt kommt Hilfe. Also, keine Panik, alles wird wieder gut. Oh, mir geht's echt schlecht, aber ich bin so froh, dass ihr mich hier gefunden habt. Oh, ich hätte gar nicht weiter gewusst. Oh. Hallo, habt ihr den Krankenwagen gerufen? Hm, genau, ja, genau, genau. Sie liegt hier schon die ganze Zeit. Ihr geht's nicht gut. Ihr ist schwindelig. Oh, das klingt nach dem Kreislauf. Hast du vielleicht nicht gut gefrühstückt, meine Kleine? Oh, ich habe wirklich nicht so viel gegessen zum Frühstück. Und so viel getrunken habe ich auch nicht. Vielleicht lag's wirklich daran. Oh, mir geht's nicht so gut. Ach, gar kein Problem. Wir werden dich mit ins Krankenhaus nehmen. Du brauchst keine Angst haben. Wir werden auch gleich deine Eltern verständigen. Alles Gute! Also, mach dir keine Sorgen. Und du hattest ja hier auch zwei Helfer dabei. Kompliment an euch beide, ihr habt echt gut reagiert. Wie heißt du eigentlich? Das haben wir dich gar nicht gefragt. Ich bin Carina. Jetzt fährt Carina ins Krankenhaus, dann ist bestimmt alles wieder gut. Ja. Mann, Mann, das war ja aufregend, Dave. Man muss halt immer Ruhe bewahren in solch einer aufregenden Situation, aber ich kenne das schon. Das haben die beim Erste-Hilfe-Kurs, das war das Erste, was wir gelernt haben, Ruhe bewahren. Oh, Dave, ich bin so stolz auf dich. Hanna, lass jetzt los. Ich habe wirklich richtig Hunger bekommen jetzt. Ja, endlich nach Hause. Hoffentlich gibt's Lasagne.